Einen wunderschönen guten Tag erstmal. Bob, der Biermeister, ist wieder am Start. Der Biologe hier links neben mir. Und wir trinken Bier. Ja, herzlich willkommen zu Tag 5 der Kölschen Woche. So langsam neigt es sich dem Ende zu, aber wir haben noch einiges da, ne? Ja, das Beste kommt ja zum Schluss, ne? Ja, das Beste kommt zum Schluss, also morgen. Also morgen. Also morgen, genau. Aber trotzdem dranbleiben, ne? Ja, auf die heutige Folge erstmal wieder vom Hetze. Dreimal, Kölle, Alaf! Hopfenverdichtungswaffen, Alaf! Kölsch, Alaf! Ja, wir haben hier heute wieder leider nur zwei, aber dafür zwei schöne. Zwei schöne Kölsch, die wir testen wollen, die wir trinken wollen zusammen. Und ja, genau, ich würde sagen, lieber Biologe, hol uns doch mal das Mühlenkölsch aus. Oh, das steht jetzt schon. Tada! Tada! Ja, das Mühlenkölsch. Habe ich noch nicht allzu oft getrunken. Du? Ja, des Öfteren. Des Öfteren? Des Öfteren. Ja. Ja, soll ich vorweg schon was dazu sagen? Ja, kannst du machen. Ein sehr herbes Bier, also sehr herbes Kölsch. Also ich habe von vielen Leuten, die gerne Whisky trinken, gehört, dass denen auch Mühlenkölsch sehr gut schmeckt. Ob das jetzt irgendwie einen Zusammenhang hat, ich weiß es nicht. Aber ich finde das auch sehr lecker. Kann man aber allerdings nicht so viel von trinken, wie ich finde. Also ja, also ich habe bisher immer nur eine Flasche Mühlenkölsch getrunken, mal so als zwei Jahre ein Bierchen, so. Also damit die Kante habe ich mir noch nicht gegeben. Also ist schwierig. Also geht, klar, geht alles, aber ich finde, also das, alles, klar. Das liegt schwer im Magen. Ja, gut, dann so viel dazu. Würde ich sagen, nicht lang Schwale. Bege Ware. Genau. Wir haben jetzt schon. Wir sind ja top vorbereitet. Mach einfach mal mit der Schere auf heute. Jawohl. Er hat jetzt nicht so krass gekloppt, aber wie gesagt, Vorbereitung ist alles. Das A und O. Oh, sehr schäumig. Sehr, sehr schäumig. Oh. Er hat sich zurückgezogen. Also, ich finde das. Welche Gorilla-Mache hier? Ich finde, das war schon ziemlich perfekt eingeschenkt. Eingeschenkt, genau. Ja. Lässt sich doch sehen. Auf jeden Fall hier viele Blubberbläschen. Blubberbläschen in der Hand. Prost. Zum Wohl. Prost, Leute. Ach, köstlich dieser Schaum. Ja, wie der Biologe bereits gesagt hatte, ziemlich herb. Ja. Aber ist auch nicht zu herb, finde ich. Nee, ist jetzt nicht so, also ist anders herb, ne? Mhm. Also anders herb, anders herb. Anders herb. Ja, außerdem haben wir hier, wer hätte es gedacht, 4,8 Prozent in der Flasche. Und 0,5 Liter Flasche, ne? Standardmäßig. Also, ja, Standard. Es gibt ja auch 0,33er. Ja. Aber meistens ist es 0,5er. Wobei die kleinen Flaschen davon echt schön aussehen. Also haben wir leider nicht da heute. Ja, das stimmt. Die haben ein neues Design. So, ne? Ja, das sind, also wenn ihr mal die kleinen Flaschen seht, dann... Gönnt euch. Kein Reih eingefallen. Oh, so schön kühlt auch noch. Herrlich. Ich bin mir der nicht... Der macht direkt leer, der Biologe. Essen. Ja, ich habe heute Durst. Ich habe auch Durst. Und wie Durst ich auf morgen habe erst. Ey. Auf morgen habe ich auch Durst. Morgen wird geil, Leute. Morgen wird geil. Schauen wir dann. Also, wird auf jeden Fall geil. Aber... Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ja, doch. Ja. Dann mache ich dann noch einen halben oder ein Viertel. Ja, irgendwie. Ist das mit der Aufteilung immer ein bisschen? Ah ja, ist doch nicht schlimm, ey. Ich meine, wir haben hier noch da. Hinter der Kamera. Genau. Doch, vor der Kamera außerhalb des Sichtfeldes. So. Ja, nochmal Prost. Hm.
gibt's dann immer so schnell weg, ey. Ja, mir schmeckt halt gut. Dann merkst du nix. Das stimmt. So, als nächstes herzlich willkommen in der Kammer des Schreckens oder auch Schreckenskammer Gulch. Bitte reiche uns mal das Schreckenskammer Gulch. Steht auch da hinten. Ich habe heute irgendwie Bier vor den Augen. Ich sehe das Bier vor lauter Bier nicht. Ja, das Schreckenskammer Gulch. Eine Sorte, die ich auch noch nicht so oft getrunken habe, weil ich die erst vor kurzem probiert habe, dank dieses Herren, der mir mein erstes Schreckenskammer-Kölsch hat zukommen lassen. Ich war sehr begeistert davon. An sich hat und es hat einen stolzeren Preis als die anderen Kölsch-Sorten. Ja. Aber da zahlt man mal eben so 1,80 so 1,80 bis 2 Euro für das Fläschchen. Ne? So bei den einen ist das so 1,30, 1,50 so, ne? Also ja, je nachdem. Ist so üblich. So, auch immer ein Euro oder 1,20. Ja, wenn es immer ein Angebot ist, ne? Ja, ein schön aufbröselnd. Aufbröselnd. So, auf 3. 1, 3. Boah, das war doch, ey. Wusste ich, dass er das macht. Ich habe noch nie Schreckenskammer aus dem Glas getrunken. Wobei. Ach ja, zu dem Mühlenkölsch nochmal. hast du das schon mal gezapft getrunken gehabt? Irgendwo? Ich glaube, ich habe noch nie einen frisch gezapften Mühlenkölsch getrunken. Nee. Weil ich glaube, hier um die Ecke auf der, nicht weit von hier, da gibt es eine Kneipe, die das vom Festchen hat. Können wir gerne machen, wenn Kunde vorbei ist. Da ist immer mal Straßenfest und kann sein, dass ich das da mal gezapft getrunken habe. Ich bin mir da aber nicht mehr so sicher. Da würde mich auf jeden Fall mal interessieren, wo das gibt so. Ne? Aber das kenne ich auf jeden Fall gezapft. Ja? Ja. Das gibt es hier auch nicht weit weg. Ja, ich bin gespannt. Also wenn Corona vorbei ist, werden wir uns eh erstmal in Quarantäne. Sämtlichen Kneipen wieder sehen. Kneipen begeben, genau. Quarantäne begeben. Ja, das war ja Absicht. Ja, darauf erstmal. Upsala, ein Prost. Auch das Schreckenskammer. Prost, Leute. Kann man, glaube ich, auch so ein bisschen als Hipsterbier, also Hipsterkölsch so. Deuten, würde ich mal so sagen, oder? Ja. Trinken auch ziemlich viele Hilfe. Also, ja, gut. Also, ist nicht selten, dass man das so, da eine abgestellte Flasche, so sieht das oder stimmt, jemand mit stimmt. einem Schreckenskammer so. Das stimmt. Vor allem, als ich das noch nicht getrunken habe. Ihr müsst euch vorstellen, an jeder Ecke habe ich Schreckenskammer getrunken. So, und ich hänge da immer mit meinem Standard-Kölsch so, ne? Was das ist, das werdet ihr morgen sehen. Was ist es denn? Ja, das werden wir sehen, ne? Ja. Ich hätte ein bisschen kälter sein können, so jetzt hier mal. Das stimmt, das stimmt. Ich glaube, die. Aber wir haben es aus dem Kühlfach geholt, haben ins Kühlfach getan. Mehr können wir nicht tun. Die Temperaturen verteilen sich da irgendwie ein bisschen. Ja, das stimmt, ja. Ich meine, ist auf jeden Fall was komplett anderes zu dem Mühlenkölsch, bis auf die Flasche, die ist gleich. Guck mal, der Schaum vom letzten Mal noch. Ja, ehrlich. Sowas nennt man Recycling. Da ist doch viel mehr drin in der Flasche. Ja, als in den anderen. Ja, das ist auch immer komisch, ne? Aber ich glaube, das ist wirklich, das liegt am Schaum. Also klar liegt das am Schaum, aber naja. Aber das ist das erste Kölsch, sehe ich gerade, was nicht 4,8% hat, sondern sage und schreibe 5%. Es hat nicht 4,8. Wer hätte das gedacht? Denn Schreckenskammer, das schmeckt Hammer. Und hier steht, das ist eins der ältesten Kölsch der Stadt. Ja, cool. Oder? 1442, ja, das ist schon, älter. Ne? Das ist schon einiges, ja. Damals gab es nämlich noch gar keine Brauereien, da gab es nur Kammern. Hammereien. Nee, wie die da auf den Namen gekommen Hammereien sind. Hammereien oder Kölsch muss rein.
Kommen wir zur Bewertung. Das Mühlenkölsch. Willst du anfangen? Ich will anfangen. Du willst anfangen. Eigentlich nicht, aber ich kann. Ja, wenn du schon so fragst. Ja, doch, nee, ich fange gerne an. Erstmal zu dem Mühlenkölsch. Vom Geschmack her finde ich das sehr gut. Vom Klang her auch. Vom Klang her auch. ja, das Design ist so. Ich weiß nicht. Dass das schon immer bei uns zu Hause gab, weckt das so ein bisschen Kindheitserinnerungen. Auf welche Weise auch immer. Aber ich würde dem Bier mal so eine solide 8 geben. Auch wenn es nicht ganz so siffig ist, aber ist schon doch, mag ich sehr gerne. Ja. Also man kann es halt nicht den ganzen, also man kann jetzt halt nicht 10 davon trinken. Habe ich noch nicht ausprobiert, aber ich glaube. Ja, aber 5 geht. Ja, ich glaube, da schließe ich mich deiner Meinung mal an. So. Also, wie gesagt, ich habe es noch nicht oft getrunken, aber es schmeckt wirklich sehr lecker. Ich werde mir das auch in Zukunft öfter mal als ein Feierabendbierchen einverleiben. Und ja, kommen wir zu den Schreckenskammer. Also ja, genau. 8 Punkte, auch, würde ich auch sagen. Ja. So, ne, weil wirklich, also 5. Also in meiner Person finde ich das ein bisschen underrated. Also, dass es wirklich so gut ist, ich es mir aber so selten hole. Dafür finde ich das ein bisschen für mich selber underrated. Aber ich glaube, in Zukunft wird das öfter mal vorkommen, dass ich mir einfach mal so ein schönes gekühltes Mühlen holen werde. Ja. So, Mühlen musst du kühlen. Ne? Mühlen musst du kühlen. Ja, die anderen Biere auch. Aber ganz besonders Mühlen muss man kühlen. Okay, die haben es verstanden jetzt, oder? Ich glaube schon, das Bier sollte man immer gekühlt trinken. Genau. Ja, und als Schreckenskammer genauso. Also auch geil, geiles Kölsch. So, gebe ich auch 8 Punkte. So. Gibt sogar noch 0,5 Zusatzpunkte dafür, dass es 0,2% mehr Prozent Alkoholumdrehungen hat pro Minute. Und ja, Mühe musste kühlen und Schreckenskammer, das schmeckt Hammer. Ja? Hm. Und wie lange hast du gebraucht für den Spruch? Eine Minute. Eine Minute. ja, der Meinung schließe ich mich nicht ganz so an. Also ich finde das auch ein sehr leckeres Bier. Oder ein sehr leckeres Kölsch. Aber ich würde dem Bier eine 7,8 geben. Also 0,2% Abzug für die 0,2%. Ich halte einfach meine Fresse. Ja, ist mir einfach zu stark. Ist hier zu stark? Einfach zu stark. Nein. nee, aber das Mühlenkölsch überzeugt mich einfach ein bisschen mehr. Okay. So. Wenn man jetzt den Preis noch mit einbeziehen würde, aber das machen wir natürlich nicht. Ja, Preis-Leistungs-Verhältnis ist. Wobei Preis-Leistungs-Verhältnis ist gut. So, aber Preis ist hier etwas niedriger als da. So, ne? Ja, aber ich bin quasi, also Mühlenkölsch, ich muss das einfach besser ranken als das Schreckenskammer. Ja, gut. Von daher. Aber beide auf jeden Fall sehr leckere Kölsch-Sorten. Ja, dann passt es doch. Ja. Noch was zu sagen? Bis morgen. Ja, dann sehen wir uns morgen wieder um 11:11 Uhr und trinken Kölsch. Und nicht vergessen zu abonnieren und zu eskalieren und nicht zu doll wegen Corona und dies, das und Ananas und teilen, meilen und schreibt ein paar Zeilen in die Kommentare. Der war gut, oder? Und da klingelt auch, das ist auch schön. Der Pizzabote ist da. Haut die rein, Leute. Wir sehen uns morgen wieder und bei Hopfenvernichtungswaffen. Und wir sind raus. Ciao!